Sanchez gegen Magnus. Ich glaube, das Match hatten wir auch schon mal. Ich glaube, das hat sogar Sanchez gewonnen. Naja. Auf jeden Fall gegen Magnus. Ich meine immer noch, dass er zwei unterschiedliche Augenfarben auf dem Bild hat. Ein braunes und ein blaues. Kann auch sein, dass ich mich einfach nur täusche. Aber es sieht so derbe danach aus. Naja. Und gleich Schlagabtausch. Vorteil für Magnus und Sanchez hier mit dem schönen Hip-Toss. Auch wieder zwei Techniker gegeneinander. Na, eine Aktion Konter, eine Aktion Konter. Ja, das kennen wir ja schon. Der Running Neck Breaker jetzt von Magnus. Wie gesagt, der Liebling des alten GMs und, naja, der neue GM einerseits ist Seth Rollins Fan und der andere seinerseits kann ihn nicht ausstehen. Und wir haben ja auch noch den Main Event, wo ja Seth Rollins auch mit bei ist. Ja gut, nach den ganzen Aktionen, ich werde nachher wieder eine Szene reinschneiden, daher kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, ob was bei dem Main Event vielleicht auf dem Spiel steht, das denke ich mir dann im Nachhinein aus. Obwohl, indirekt habe ich es mir jetzt schon ausgedacht. Nur falls ich vergesse, die Szene reinzuschneiden. Man wird sehen. Und ein Tilbert Backbreaker. Und Sanchez mit einer wunderschönen Kopfschere. Ja, der will sich ja auch beweisen, will ja auch ein Match haben bei einem Pay-Per-View. Das nächste ist ja Money in the Bank. Und es ist auch das erste Money in the Bank Match, was wirklich in diesem Let's Play, auch in allen Staffeln davor, das erste, was gezeigt wird. Weil vorher waren immer nur Originals bei und das wollte ich nicht, weil CAW ist an die Macht. Hier in der Showdown United Wrestling Liga, auch wenn da End Times Wrestling steht. Aber das ist jetzt vollkommen irrelevant. Und Cover jetzt von Sanchez halte ich ein bisschen für opportunistisch. Wow, was für ein schöner Dropkick. Und da fliegt Magnus aber richtig weit weg. Und ich würde sagen, ein Leg DDT. Jawohl, Leg DDT, das geht aufs Knie. Flying Shoulder Block. Naja, was heißt Flying Shoulder Block? Das ist einfach nur ein Shoulder Block. Und noch ein hochgesprungener Ellbogen hinterher. Aber ich dachte, alle guten Dinge sind drei. Nö. Und Backdrop. Und jetzt in die Ringecke. Oh, der Shoulderblock ging daneben. Und Very European Uppercut. Meine Fresse. Das muss doch wehtun. Einfach mal das Cover hinterher. Nope. Das war, glaube ich, nicht mal ein One-Count. Und Atomic Drop. Ah, Sanchez kann aber einen Konter anbringen. Und wieder dieser Flip nach vorne, wo er eigentlich nur mit dem Bein den Gegner umreißt. Naja. Und noch ein Back. Breaker als Konter. Da ist Magnus natürlich ganz doof reingelaufen. Und was sehen wir jetzt? Ah, ich denke, da sollte der Brainbuster kommen. Der Signature-Move von Sanchez. Und Magnus nimmt Anlauf. Dropkick. Und das Cover hinterher. Nein. Diesmal immerhin bis 1. Und Russian Leg Sweep Konter vom jungen Mexikaner. Naja, so jung ist er auch nicht. War der erste CAW, der damals dabei war. Wo das hier noch die 12er Liga war.
Ja, was sehen wir jetzt von Sanchez? Auf jeden Fall nichts, weil Magnus gekontert hat. Ja, Schulterblock. Oh, ein Roller. Wird das jetzt wie bei Randy Phantom so ein Sieg? Nein. Magnus macht direkt bei 1 den Kick-Out. Ja, Dropkick wurde abgefangen. Schulterblock wieder hinterher. Den sieht man ja nicht zum ersten Mal in diesem Match. Der will jetzt ernsthaft nach dem Schulterblock hier jetzt einfach mal ein Cover anbringen. Das darf doch nicht wahr sein. Nein, aber diesmal ein Two-Count. Also rein theoretisch müsste das nächste dann der Three-Count sein. Und ein weiterer Neckbreaker. Ja, Sit-Down-Neckbreaker. Will er jetzt einfach schon wieder ein Cover anbringen? Nein, er setzt das Texas Cloverleaf ein. Wird Sanchez jetzt tappen? Ja, der Ref natürlich wieder überhaupt nicht im Weg. Ja, Magnus letzter auch los, hat es schon gesehen. Nee. Und jetzt setzt Sanchez seinerseits ein, nicht Finisher, aber ein Submission Hold ein. Ja, die Crowd, die brüllt hier, let's go Sanchez. Und Whip in und Sanchez fliegt raus. Ich muss sagen, obwohl das erst die zweite Endtime-Veranstaltung ist, muss ich echt sagen, dass Sanchez schon sehr, sehr viele Matches hat. Also von zwei Veranstaltungen schon zwei Matches bestritten. Das ist für Sanchez-Verhältnisse relativ sehr, sehr viel. Und Powerbomb. Powerbomb. Oh. Und da noch die zweite und die dritte hinterher. Und Texas Cloverleaf draußen. Vielleicht sollte mal einer sagen, dass das nichts bringt. Ah, Magnus geht da wieder raus und jetzt wieder rein. Ja, Magnus hat es nicht so mit maskierten Leuten. Ich habe das Gefühl, vorher erst die Fehde gegen Dragon Kid. Die er ja verloren hat. Oder hatte er die gewonnen? Nee, ich glaube, die hat er verloren. Ja, und jetzt halt Sanchez. Ein tolles Stiefel abwischen. Sanchez geht wieder in den Ring. Magnus gleich hinterher. Ja, Sanchez hat da wohl einen an der Rübe gekriegt. Gut, bei drei Powerbombs außerhalb des Rings ist das auch nicht so sonderlich verkehrt. Also sonderlich schwer. Schulterblock nochmal hinterher von Magnus. Und jetzt nochmal das Texas Cloverleaf. Und der Ref steht mal wieder überhaupt nicht im Weg. Ja, Sanchez bewegt sich aber gut Richtung Ring. Sein Magnus sieht das und lässt einfach mal los. Und jetzt wieder genau andersrum. Ja, Magnus, der robbt sich da, jawohl, zum Ringseil und er schafft es auch. Und jetzt nochmal, nein, der Brainbuster schon wieder gekontert von Magnus. Der will sich den Brainbuster nicht einfangen. Will er nicht. Nee, nee. Zwei. Two Count. Also ich muss sagen, Magnus macht hier eine richtig gute Figur in dem Match. Eine sehr, sehr gute Figur, muss man sagen. Gut, aber Sanchez natürlich auch wenn er ein bisschen viel einsteckt. Aber trotzdem, es ist Sanchez, der darf das. Und sehen wir jetzt eine Powerbomb? Nein, tun wir nicht, ein Facebuster. Konter. Und Cover. Und Sanchez kommt erneut raus. Nee, nee, diesmal lässt er ihn nicht an seine Füße ran. Vielleicht wollte er ja wieder einen Texas Cloverleaf zeigen, man weiß es ja nicht.
sehr hoher Hip-Toss. Und ein Knee-Drop noch hinterher. Und ein Very European Uppercut. Also wenn Magnus so weitermacht, dann wird er dieses Match nicht nur gewinnen, sondern auch vielleicht... Wer weiß, vielleicht holt er sich ja irgendwann eine Titelchance sogar. Magnus siegreich gegen Sanchez. Und wir kommen jetzt zum Main Event. Er bietet ihm nochmal die Hand an. Sanchez willigt ein, sagt, ey, super Match. Ja, die beiden haben Respekt voreinander, von der Leistung des jeweiligen Gegenüber. Und wir kommen zum Main Event.